Geil, gleich wieder Rührei. Oh, ich schwöre das. Ich glaube, das könnte ich mein Leben lang essen, ohne dass es langweilig werden würde. Boah, Rührei könnte ich nicht jeden Tag essen. Ich könnte jeden Tag Spiegelei essen, aber Rührei nicht. Ich esse halt irgendwie Rührei, gib mir die Monate Konsistenz so irgendwann Monat. So auf den Sack. Echt? Du isst es seit 4 Monaten jeden Monat? Nice. Jeden Monat, ja. Nice. Einfach 4-mal gegessen, schade. Könnte ich jeden Tag essen. Moin, Speck-Tiddies. Ich werde euch heute hier 2 Waffen vorstellen. Die eine hat Metapotenzial, die andere... Ja, die kann mir ein Ka... Was geht, liebe Leute? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Und heute geht es um die 2 neuen Waffen, die ins Spiel gekommen sind mit Call of Duty Warzone Season 4. Wir haben einmal die ISO 45 SMG und wir haben einmal die Tempus Razorback als Stummgewehr. Dann haben wir noch eine Close-Range-Waffe, die eine Melee, aber die juckt uns jetzt erstmal nicht. Ich habe für euch in einem ganzen Stream, ich glaube es waren so 6 Stunden Game-Time, beide Waffen auf Herz und Nieren geprüft, sie freigespielt in Beutegate und das alles fasse ich euch zusammen und am Ende gibt es natürlich auch noch eine wunderschöne Klasse und ich sage euch ein paar Variationen, wie man in verschiedener Weise diese Waffen spielen kann. Im Video zu der Season 4 habe ich euch auch schon gesagt, wie ihr die freischaltet, einfach hier die D9 müsst ihr euch mit Battle Pass Token euch kaufen, ist aber auch kostenlos, also ihr könnt euch durchs ganz normale Leveln diese Waffen freispielen und hier auf die 4 ist die ISO 45. Und ich sage euch jetzt schon mal direkt, vielleicht kriegt ihr schon mal ungefähr eine Ahnung, welche Waffen Metapotenzial hat und das meine ich halt wirklich so, die eine Waffe von den beiden ist geistgestört. Wenn ihr es euch aussuchen könnt, dann würde ich euch ganz eventuell, ohne irgendwie was dahinter zu meinen, D4 empfehlen, weil die ISO ist geistesgestört. Let's go, nice. Tot. Ah! Ja! Ja! Woo! Manchmal hat man einfach das Gefühl, dass die irgendwie vergessen haben, die TTK-Erhöhung auch auf die ISO zu übertragen. Ich fasse es nicht. Und jetzt stellt euch die beste Klasse der ISO vor und dann noch mit einem weiteren Cheatcode. Die ISO 45 und Level Up. Denn bei meinem Partner Level Up gibt es aktuell 15% Rabatt mit dem Code King Phil. Einfach beim Checkout eingeben und ihr bekommt 15% Rabatt. Und noch ein 6er Ready to Drink von der Nuke Edition. Also ein Sixpack kostenlos dazu. Das ist in der Collectors Box hier mit drin. Shiny Dragon, übertrieben nicer Geschmack. Und zwar Drachenfrucht und Litchi. Ich habe noch so eine nice Holocards mit dabei, die ein paar von euch sammeln. Sehr, sehr nice Shaker und natürlich der Geschmack. Übertrieben nice, nur solange der Vorrat reicht. Wenn ihr jetzt aber sagt, ihr habt keinen Bock auf so eine Collectors Box, dann empfehle ich euch auf jeden Fall wie immer den Geschmack Crazy Monkey, mein absoluter Lieblingsgeschmack. Und auch auf so Ice Tank Shaker, das ist gerade im Sommer übertrieben geil. Wenn ihr mal unterwegs seid, könnt ihr euch auch so einen Shaker ziehen, Eiswürfel reinpacken. Ungelogen, mein Ehrenwort darauf, die bleiben da 6 Stunden drin, die Eiswürfel, wenn ihr es verschlossen habt. Das ist richtig, richtig nice, jetzt gerade für den Sommer bei den heißen Temperaturen sowas mitzuhaben. Schaut euch einfach mal um, Videobeschreibung ist Level Up verlinkt, könnt ihr gerne abchecken. 15% Rabatt mit dem Code KingPhil und dabei supportet mich natürlich auch noch. Jetzt geht's aber weiter mit dem Video. Wenn ihr so schnell wie möglich die ISO 45, was ich euch empfehle, oder die Tempus, wenn ihr mit neue AR zocken wollt, leveln wollt, ganz grundsätzlich kann ich euch einfach nur empfehlen, Beutegate zu spielen. Ach, du ahnst es nicht. Ja, ich bin aber ein bisschen da, Chat. DD, Dinkel da. Super easy. Ja, ihr geht wirklich einfach hier auf Spielmodi, dann Beutegate 3er auffüllen, ausmachen, damit ihr eure Ruhe habt. Und in der Runde aktiviert ihr dann, drückt ihr Start und unten rechts seht ihr dann eure Doppel-EP. Und da solltet ihr dann auf jeden Fall die Doppel-EP aktivieren in der Runde, denn ihr habt die ganze Zeit eure Waffen. Dann macht ihr ohne Ende Geheimdatenaufträge, Bounties. Safe-Knacker würde ich euch jetzt nicht empfehlen. Ich glaube, da bekommt man am wenigsten EP. Auf jeden Fall Most Wanted. Immer schnell dann Kisten looten und so weiter und so fort. Ein bisschen fighten und immer die Waffe in der Hand haben, die ihr leveln wollt, wenn der Auftrag gerade abgeschlossen ist. Solltet ihr aus irgendeinem Grund am Ende tierisch viel Geld haben, dann gerne auch zum Shop gehen und ganz, ganz, ganz viele Platten kaufen. Das begibt nämlich auch mal 350 EP oder so. Und so habe ich bei beiden Waffen am Ende die letzten 2 Level innerhalb von, weiß ich nicht, 60 Sekunden ready bekommen. Und hier haben wir jetzt auch Max-Level erreicht. Und der Typ ist ja wirklich so down bad, ich fasse es nicht. Und generell, im Gegensatz zu Vanguard, ist es halt so nice, dass du hier nur 22 Level bzw. 20 Level hast, die man ja erspielen muss. Geht super schnell, ich sag mal eine Stunde oder so, seid ihr da durch. Oh mein Gott. Und dann geht's ab auf Wondel. Und gerade die ISO hat dermaßen alles auseinandergenommen. Sie hat unfassbar viel Spaß gemacht. Viel Spaß. Es kracht!
Oh mein Gott, Leute. Was passiert jetzt? Nein! Oh mein Gott! Was passiert hier? Wenn ich das schon sehe, ist das normal, dass sie das Stick spielen? Ja, spielt ihr das Stick, ja. Oh, shit. Ja, komm, finish mich, du geile Sau. Hast du verdient. Komm. Ja, einmal im Leben. Dieser King Phil finishen, ist das geil. Ah, sweet cherry pie. Donate! Entschuldigung. Was ist das? Was? Was ist jetzt los? Was ist passiert? Alles gut, ich bin da. Die liegen ja beide. Beide an derselben Stelle. Einer Sheep Break. Einer knocked. Nice. Schön. Schön. Also du ist aber gut, du ist wirklich grauenhaftes Pace, weißt du mal so. Ich habe einen Shotgun. Das Guy ist krank. Stark. Wird von rechts angeschossen. Ja, das sind wieder die beiden Wechsel, Leute. Beide wieder Sheepback. Beide Sheepback. Boah, nerven die, ey. Wahnsinn. Nein! Na, das ist ja eine Supermap. So. Die ist bei mir. Oh, shit. Was hat der für eine Waffe gespielt? MP5. Ja, gegen MP5 habe ich mit der ISO gerade abgestunken. Und der hat noch nicht mal Headshot getroffen oder so. Krass, okay. Zwei im Treppenhaus, zwei im Treppenhaus. Zwei? Das ist nicht gut. Ja, ja, Arsch und Arsch, Arsch und Arsch. Den Change mit, dass du 7 Sekunden brauchst zum wieder Health Regen. Ich brauche auch immer 7 Sekunden. Du bist schon lang eigentlich. 7 Sekunden ist eine sehr lange Zeit. Nein, nein, diese ISO hat die alte Time to Kill, Bro. Ja, ja, die ist also wirklich. Die ist komplett, also. Das, die ist komplett OP. Ich weiß nicht, wie das nicht das erste sein konnte, das ihr sagen konntet. Nee, ich finde auch, also ich finde auch. Ich finde das zum ersten Mal. Was macht er denn? Er hat sich selber getötet, der Vollidiot. Ich liebe das Spiel gerade. Okay. Weird Champ. Okay, also. Omega Lull. Ein Spiel lieben. Hä? Hä? Roffelcopter XT. Was ja nicht, also. In deinen Arsch! Wo ist einer? Der ist hier noch irgendwo unten. Unten irgendwo. Ah ja. Na, da ist er. Rechts auch. Hinter dir, ne? Ja. Da, hallo Dinkel. Dann ich hab so seine Mutter geküsst. Der hat 10 Minuten keinen Loadout bekommen. Nur die ISO kannst du mit der Shotgun aufnehmen. Noch ein Fake Loadout. Nein. Nein, das Fenster! Shit! Lachmann gefällt mir sehr. Muss ich sagen. Oder der was geändert, Phil? Mhm. Oh, das stimmt doch. Wie? Ist das kein Headshot? Oh mein Gott. Oh mein Gott, Chat. Ach, du ahnst es nicht. Was passiert hier? Er hat sie alarmiert, glaube ich.
geisteskrank. Ja. Oh Gott. Ich dachte, ich hab Wurfmesser, shit. Wie meinst du doch schon, scheiße. Bro, oh, scheiße. Was ist gerade passiert? Was ist gerade passiert? Ich muss jetzt nicht. Ja. Ich gette den Point, warum du es zum Spiel hast, aber das ist nicht ein Call. Das sind drei! Warum habe ich denn kein Wurfmesser? Cheat Break, der letzte. Junge, nice. Links oder rechts? Links. Von hinten werde ich angeguckt. Hab ich. Hast du nicht? Hast recht stolz gesagt, irgendwie. Also nee. Also das ist. Oh, der kommt da. Oh, die ISO. Ja, also nee, die ist kaputt. Oh Gott, ich bin so schlecht. Oh, besser ist. Zwei auf mir? Also das ist, wo kommt ihr? Drei! Schere ist oben. Diese was ISO ist. Waffe, die Filter spielt? Diese ISO ist geistgestört. Das ist die neue SMG ISO. Die hat wirklich, Top G Qualitäten. Ja, hier, hier. Nice, schön bist du. Du auch. Und der kriegt jetzt die ISO. Und ein No-Scope! Keine Plan. Aber. Also, ist diese Tempus auch gut? Oh, also. Nee, es ist geistgestört. Also wirklich geistgestört, diese Waffe. Komm, 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 kletter. Ich weiß, du wirst klettern. Wir wissen das beide. Shit. Den werde ich jetzt demütigen, Chat. Ist mir so egal. Warum hat man. Also, ich frage mich manchmal echt Sachen. Warum. Ja? Warum wird jetzt immer so angezeigt, als hätte man eine Streak da rechts? Ja, das ist Buggy Bug. Ist das geisteskrank, dass der rechailt? Ist das geisteskrank, dass der rechailt? Nein, toll, den Trickshot. Dreht sie dich. Oh, ich hab einfach in der Killcam gesehen, dass Dinkel versucht, ihn zu Trickshot. Hä, hey, nein. Ich seh grad, ich seh wirklich in der Killcam. Hä, hey, wollte ich gar nicht. Von diesen komischen Sonnendingern macht, Digga. Hä, hey, wollte ich gar nicht machen. Ich hab ganz normal zu Ende gespielt. Last nice, Wurfmesser. Ich hab ihn hier, bei mir. Ja? Hier drin? Ja? Ja! Macher! Ihr habt am Ende von Gameplay gesehen, dass ich die Tempos gar nicht mehr gespielt habe. Es liegt halt daran, dass ich sie dann für nicht so stark empfunden habe und dann einfach keine Lust mehr hatte, mit ihr zu spielen. Wenn ihr jetzt aber trotzdem sagt, ihr wollt die mal zocken, ich denke, ihr habt ihr bei dem anderen Schnittbild gesehen, dass die halt wirklich einen sehr starken Recoil am Ende nach oben rechts hat. Ansonsten kann man das hier nochmal ganz kurz sehen. Die ersten Kugeln gehen sehr vertikal nach oben und dann macht sie wirklich einen Abflug nach oben rechts. Ich finde es schon ein bisschen schwer zu kontrollieren auf mittlerer Distanz. Und gerade wenn jetzt jemand auf Wandel zum Beispiel auf den Dächern im Headglitch ist, finde ich es fast unmöglich, da einen rauszuholen. Aber ich habe sie so gespielt mit dem Zielhilfenvisier, mit dem ersten Lauf, der effektive Reichweite, die Schussgeschwindigkeit, ein bisschen Bewegungstempo, soweit so normal. Natürlich die Harbinger Mündung, ne, kennen wir ja auch von den ganzen normalen ARs, die wir spielen, den F-Tech Ripper Unterlauf. Da ist er. Das 60-Schuss-Magazin habe ich mitgenommen, weil sie eine sehr, sehr hohe Feuerrate hat. Und dann sind wir schon bei den Tunings. Das Zielhilfen V4 Visier habe ich jetzt mal wieder ausgepackt, weil ich da so einen Skin hatte mit so einem blauen Punkt, das irgendwie ganz nice ist auf ZV-Geschwindigkeit und auf nah. Ich habe nämlich gesehen, dass Hisoka das auch spielt aktuell die Visiere auf nah getuned. Den wollen wir jetzt auch mal testen. Die Tarnung ist übrigens, wenn ihr zweimal den Raid Episode 3 auf Veteran spielt, also einmal müsst ihr normal spielen, dann habt ihr für Veteran freigeschaltet und dann könnt ihr den durchspielen und bekommt diese Tarnung, die sehr, sehr nice ist. Wenn ihr jemanden habt, der den Raid schon gespielt hat, dann könnt ihr den von Anfang an auf Veteran spielen, ja. Das ist dann nice, dann müsst ihr nur der Person joinen. Sehr, sehr cool. Den Tech 2L-Lauf habe ich auf Reichweite und Recoil Control getuned. Den Harbinger, die Schussgeschwindigkeit und Rückschussdämpfung. Nichts Besonderes und F-Tech Ripper auch auf Zielstabilität im Stillstand und Stabilisierung von Recoil.
Und hier das Dates Plus Magazin, ja, aus Gründen, die ich schon genannt habe mit dem Recoil. Dann kommen wir zu der ISO 45, die meiner Meinung nach Meta Potenzial hat. Ich zeige euch jetzt erstmal, wie ich sie gespielt habe. Das ist so die Variante, wie ich sie jetzt gezockt habe in dem Gameplay, was ihr gesehen habt. Einmal haben wir nämlich den Griff drauf für Sprint-to-Fire-Tempo und ZV-Geschwindigkeit. Wir haben Lockshot für vertikalen Rückstoß und horizontale Rückstoßkontrolle. Finde ich sehr, sehr nice. Dann haben wir den Laser, ZV-Geschwindigkeit, Sprint-to-Fire-Tempo und die Überdruckmunition. Das hat man ja auch oft und viel auf der MP5 gespielt, weil dadurch die Gegner mehr zurückzucken, wenn sie getroffen worden sind. Ich zeige jetzt hier einmal ganz kurz die Tunings, die ich draufgepackt habe. Und dann zeige ich euch nochmal eine Option, wie ihr sie vielleicht noch schneller bauen könnt und vielleicht noch etwas anders machen könnt. Ja, also Überdruckmunition habe ich so getuned und den Griff folgendermaßen, ZV und Sprint-to-Fire-Tempo. Was ihr jetzt aber auch natürlich machen könnt, ist, wenn ihr sagt, ihr seid mit der so entspannt unterwegs, dass ihr jetzt gar keine Mündung für den Recoil braucht, dann könnt ihr die Mündung wegmachen und hier den Sharkfin drauf machen. Den hat man auch auf den Lachmann SMGs gespielt. Bewegungstempo beim Zielen und ZV-Geschwindigkeit, so seid ihr nochmal schneller unterwegs. Dann könnt ihr natürlich auch Überdruck wegpacken und einen Schaft draufpacken für mehr Mobility, beziehungsweise auch den Mace-Schaft für mehr Recoil-Control. Ja, ihr könnt natürlich auch hier den Demo-Fade-Tag draufpacken und ein bisschen tunen. Schaut euch da einfach ein bisschen um. Ich persönlich fand die Klasse, wie ich sie jetzt vorher gespielt habe, richtig krass. Ich hoffe nur, dass ihr euch das hier auch gerade anhört, was ich sage, und nicht einfach so eine Klasse jetzt nachbaut. Weil natürlich, wenn man jetzt hier komplett auf die auf den Recoil scheißt, weil ihr sagt, ihr seid geistkranke Motherfucker, dann wird es halt schon schnell, ja, was den Recoil angeht, unkontrollierbar. Aber ihr seht das schon, wenn ich hier rumlaufe, man ist wirklich sehr, sehr flink auf den Beinen. Und die TTK ist, wie gesagt, das habt ihr mitbekommen, ehrlich geistesgestört. Und auch hier kann man sogar den Recoil dann kontrollieren. Es ist halt nur wirklich deutlich schwieriger, wenn man mal meine erste Variante hier vergleicht und die zweite Variante hier, springen die Kugeln viel mehr random durch die Gegend. Wenn ihr jetzt noch sagt, ihr findet das Ironsight komplett beschissen, würde ich euch empfehlen, jetzt zum Beispiel die Auto-Überdruck-Munition wegzumachen und dann hier eins dieser Visiere drauf zu packen. Aber wirklich nur, wenn ihr sagt, geht gar nicht, weil ich finde, ein Visier auf eine SMG ist immer so eine Sache. Also irgendwie finde ich es ein bisschen unnötig. Natürlich ist das Ironsight jetzt nicht das krasseste, aber ich finde es jetzt auch nicht so eine Vollkatastrophe, wie ich das teilweise auf Twitter gelesen habe. Könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr so sagt. Ich finde, man kann damit absolut spielen und krasse Erfolge erzielen. Das war wieder das Video zu den neuen beiden Waffen, die rausgekommen sind. Fazit, ISO 45 lohnt sich absolut zu leveln. Tempos würde ich nicht empfehlen. Viel Spaß mit den Klassen. Schreibt in die Kommentare, ob ihr die auch so spielt, beziehungsweise was euer Eindruck von den Klassen ist. Und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr eine positive Wertung, kostet das Abo da lasst, wenn euch das Video gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Kommt gerne in den Stream. Jeden Morgen 7 bis 15 Uhr bin ich live auf Twitch. Wäre sehr, sehr geil, wenn ihr da mal Hallo sagt. Und dann wünsche ich euch einen schönen restlichen Tag. Abend, Morgen, Mittag, Nacht, wann auch immer ihr das seht. Tschüss! Bitch, I got problems on 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 problems. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling.